Hallo, liebe Wildblumenfreunde, heute möchte ich euch eine weitere Pflanze für den insektenfreundlichen Balkon vorstellen, und zwar ist das die hohe Schlüsselblume Primula elatior. Das ist eine ganz tolle Blüte für die Insekten, weil sie eben schon ganz früh im Jahr blüht. Also das ist wirklich eine absolute Frühblüherin, davon gibt es nicht so viele, die blüht schon im März. Und wenn es dann schon wärmere Tage gibt, dann sind da eben auch Insekten schon unterwegs, die ersten Wildbienen, Hummeln, und die können dann da eben Nahrung finden. Deswegen ist sie wirklich ganz, ganz wertvoll, wenn ihr insektenfreundlich gärtnern wollt. Und außerdem ist es natürlich auch für uns besonders schön, wenn wir dann auf unserem Balkon schon im März eben die ersten Farbtupfer wieder entdecken. Deswegen kann ich euch diese hohe Schlüsselblume nur ans Herz legen. Sie blüht so hellgelb und hat eben sehr schöne Blüten, die auch wirklich dann unser Herz erfreuen, wenn wir nach dem Winter so langsam wieder aus dem Winterschlaf erwachen. Sie braucht auch nicht viel Platz, das ist auch gut, genau, sie kann einfach mit anderen Pflanzen, könnt ihr die zusammen in den Topf pflanzen, das ist dann auch nicht schlimm, weil die ist dann natürlich auch bald wieder fertig mit Blühen, dann hat sie aber noch eine schöne Blattrosette, die bleibt auch erhalten und die sieht auch schön aus, und andere Pflanzen, die dann in dem gleichen Topf wachsen, die können dann das Blühen übernehmen. Das war ein weiterer Tipp für den insektenfreundlichen Wildpflanzenbalkon, und wenn ihr mehr erfahren wollt, dann schaut doch in mein Buch. Oder ihr schaut auf meiner Webseite www.josana.net vorbei. Oder ihr schaut in den sozialen Medien beim Wildblumenhof vorbei.